Guten Morgen! Fasten, das ist ein Thema, was in den letzten Jahren richtig an Bedeutung gewinnt und daher Grund genug für mich, auch endlich mal ein Buch zu diesem Thema zu rezensieren. Dynamische Fasten von Robert Egger und Hannes Schober-Walter. Erstmal für all diejenigen, die mit dem Begriff der Fasten erstmal gar nichts anfangen können. Fasten, das sind so zähe Häute, die sich um unsere Muskeln herumlegen und sich bedarfsgerecht anpassen und zu einem höheren Wohlbefinden führen. Das wäre erstmal so eine ganz grobe Definition von Fasten. Im Buch wird dann natürlich etwas detaillierter erklärt, was Fasten genau sind und auch dazu dann übergegangen, welche Bedeutung Fasten haben und ja, versucht durch Exkurse und Themensprünge das Thema umfassend zu beleuchten. Allerdings hatte ich dadurch eher das Gefühl, dass diese Informationen einfach nur schlicht aneinandergereiht sind. Also bei Exkurse und Themensprüngen. Und teilweise auch viel zu dürftig abgearbeitet wurden. Ein Lesefluss solltet ihr daher nicht erwarten. Zumindest war das mein Eindruck. Das war nicht eine komplette Abhandlung eines Themas in einem Fluss, sondern das war eher so exkursionsartig gehalten und da mal von der traditionellen chinesischen Medizin mal ein bisschen was reingebracht, wo natürlich die Faszien auch eine Rolle spielen und da ein bisschen die Ernährung und entsprechend ja, erwartet keinen wirklichen Lesefluss, sondern einfach ein Sammelsurium an Informationen. Das Problem dabei ist, man kann es ja durchaus so machen, aber wenn man denn sich auf die Informationen beschränkt und eher so exkursartig arbeitet, dann wäre es ganz nett, wenn man Quellenangaben gibt, dass man genau weiß, okay, das sind jetzt diese ganzen Informationen, die kommen von dort, die kommen von dort, okay, aber es gibt keine Quellenangaben. Es gibt zwar weiterführende Literatur im Anhang, wo man dann sozusagen in die Tiefe gehen kann und vielleicht auch der Autor sich aus diesen Quellen bedient hat, aber woher der Autor genau sein Wissen in diesem Kapitel bekommen hat, wo man vielleicht auch mal was hinterfragen möchte, das ist nicht nachzuvollziehen. Beim Thema Ernährung sind die Empfehlungen, ja, auch das, was ich schon über Faszien wusste, wenig komplett und ebenfalls ganz stark selektiv und teilweise auch nicht nachzuvollziehen, weil sie sich widersprechen. So werden einerseits stark verarbeitete Lebensmittel wie Öle empfohlen, explizit, aber dann, 4 Zeilen darunter, wird darauf hingewiesen, dass man nur naturbelassene Lebensmittel wählen sollte. Die großen Nachteile tierischer Ernährung für die Faszien wurden auch nicht ausreichend dargestellt, obwohl dies laut Faszien-Experten ein entscheidender Punkt ist. Dazu hat ja Lars von Roher Energie auch schon mit Frau Dr. Pracht und ihrem Mann, die ja mittlerweile auch ihren eigenen Kanal hat, schon ein Video gemacht, die ja wirklich anerkannte Faszien-Experten sind. Im Gegenteil, im Buch wird sogar Fleisch explizit empfohlen und dessen Gefahren für die Gesundheit schlichtweg unter den Tisch gekehrt. Auch der Konsum von Alkohol wird toleriert und man spricht im Endeffekt nur davon, dass man nicht übermäßig konsumieren sollte. Es entsteht so ein wenig der Eindruck, dass man nicht so viele Menschen verschrecken möchte mit diesem Buch und ja, das wird man auch nicht, weil ja, man kann eigentlich weiter so essen und wie man das halt gewohnt ist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass man 3 Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen soll, in ausreichend Zeit dazwischen sein sollte und ja, das ist aber alles so Standard. Also von daher ja, kann jeder das Buch zur Hand nehmen und wird sich relativ wohl fühlen, aber man hat halt eben so einen Eindruck, gerade wenn man sich beliest, auch weiter in tiefer gehender Literatur bzw. schon ein bisschen Vorkenntnis hat, ja, dass da vielleicht man durchaus auch noch etwas restriktiver rangehen sollte, gerade was die Ernährung angeht. Aber das ist ja alles nicht Kernpunkt des Buches, denn um Faszien zu trainieren, dann muss man aktiv werden und idealerweise täglich daran arbeiten. Daher kann man die ersten 50 Seiten lesen, muss man aber nicht. Ich tendiere aufgrund der meinem Gefühl nach nicht wirklich auf tief recherchierten Informationen fußenden ersten Seiten dazu, direkt zu den Übungen zu gehen. Diese werden in 7 Bewegungen unterteilt, die allesamt sehr detailliert beschrieben sind. Das ist der zweite Teil
des Buches. Und hier beginnt das Buch tatsächlich sich gut anzufühlen und es macht Spaß, diese Übung exakt nachzuvollziehen. Jeder einzelne Satz, den man dann liest, zu einfach nachzumachen und sozusagen dann die Übung in Gänze zu perfektionieren. Es gibt zwar Bilder, aber ich finde die Beschreibung, also die textmäßige Beschreibung, wirklich sehr, sehr gelungen. Die Bilder, sie könnten wesentlich dynamischer sein, um die Bewegungen besser nachvollziehen zu können. Hier gibt es allerdings Links auf die Webseite des Autors, wo auch Videoclips zu finden sind, um die Bewegung eben wirklich dann besser nachzuvollziehen. Das Buch umfasst 100 Seiten, wobei die ersten 50 Seiten die Theorie sind und die zweiten 50 Seiten enthalten die Praxis. Die Sprache ist sehr einfach und das Konzept der Faszien ist gut dargestellt und allgemein verständlich aufbereitet. Man muss nicht studiert haben, um dieses Buch lesen zu können. Mir fehlt allerdings eine grundlegende Struktur, die aufeinander aufbaut und eben auch die konkreten Quellenangaben des Wissens. Gerade da ich eben einige Dinge entdeckt habe, die sich nicht mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen decken, diese aber im Buch als objektiv richtig dargestellt werden. Ja, so konnte ich beim Lesen kein wirklich gutes Gefühl für das Buch entwickeln, sondern es bleibt eine Skepsis. Dazu kommt, dass diese 100 Seiten 25 Euro kosten, ja, was für mich eindeutig zu teuer für das enthaltene Wissen ist, auch im Vergleich zu anderen Büchern, die eben sich mit der Thematik Gesundheit oder mit der Thematik Yoga oder alles, was so vergleichbar ist, da befassen. Man versucht ja eindeutig, das kann man schon sagen, ich als BWLer sehe das sofort, Pioniergewinne einzufahren. Ja, weil das Thema, das ist noch nicht so präsent und so kann man, so denkt man, dass man halt vielleicht etwas mehr Geld dafür verlangen kann. Es wäre alles in allem sinnvoller gewesen, man hätte sich auf die Übungen konzentriert, also auf die Praxis. Und diese ausführlicher bebildert und darauf verzichtet das Buch unnötig mit zusammenkopierten und teilweise meiner Überzeugung nach falschen Informationen zu füllen. Ich gebe hier 2 bis 3 Sterne, sucht es euch aus, für die 7 Bewegungsübungen und deren mit Sicherheit positiven Effekte, wenn man diese erlernt hat. Und natürlich auch in erster Linie überhaupt erstmal mit dem Thema Faszien in Kontakt zu kommen, was vielleicht der ein oder andere noch vernachlässigt hat. Aber eine generelle Empfehlung für das Komplettpaket dynamische Faszien von Herrn Egger möchte ich an dieser Stelle nicht aussprechen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.